Ja, hallo, willkommen bei TI Tour, sitzen am Reifen. Wir haben eine kleine neue Anschaffung getätigt. Wir hatten nämlich noch keine Powerstation und haben uns jetzt die neue Powerstation von Jackery, die 1000 Plus zugelegt. Genau. Ja, und sie ist heute gekommen. Gut. Ja, und die wollen wir euch jetzt einfach mal kurz vorstellen. Genau. Und dazu machen wir mal ein sogenanntes Unboxing. Haben wir noch nie gemacht, machen wir zum ersten Mal. Wir dachten einfach, jetzt, wenn sie schon da ist, ganz brandaktuell, ganz neu, seit gestern lieferbar, haben wir uns gedacht, jetzt packen wir es mal gemeinsam aus, gucken, was drin ist und lassen uns mal überraschen von der Qualität und beziehungsweise, ob es auch funktioniert. Ja? Genau, und in dem Paket, was wir uns ausgesucht haben, das war ein Angebot, war auch noch ein Solarpanel von 80 Watt dabei. Ob man das gebrauchen kann, müssen wir mal gucken. Ja, das checken wir mal. 80 Watt ist nicht viel, aber es war dabei und im geschenkten Gaul guckt man bekanntlich nicht ins Maul. Deswegen haben wir gedacht, das passt. Und ich würde vorschlagen, legen wir los. Legen wir los. Legen wir los. Hier, Messer. Nach dem Intro. So. Ja, jetzt ist es soweit. Wir wollen sie mal auspacken. Also erstmal den großen Karton öffnen. Okay. Schwer. Ja, und das Erste, was man sehen kann, obendrauf, eine Tasche. Mhm. Was ist da drin? Was ist drin? Wahrscheinlich die Kabel, oder? Mhm. Ja, genau. Orangefarbene Kabel. Ah ja, okay. Und zwei Adapter. Aha. Okay. Wir gucken mal rein. Also ich habe hier den, wie ihr unschwer erkennen könnt, den Anschluss für die Autobatterie. Nee, heißt das doch, so? Doch, das ist 12 Volt. Autobatterie, ne? Das ist 12 Volt Anschluss. Zigarettenanzünder. Genau. So heißt das. Zigarettenanzünder zur Powerstation. Da kann ich dann über Autobatterie laden, bei laufendem Motor am besten. Hier haben wir das Netzteil, das ist auch mit dabei. Okay, das kennt man ja. Tun wir das gerade wieder rein. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Warte. Da liegt doch noch was drauf. Oh. Genau, und wir haben hier zwei Anleitungen. Einmal eine für die App und einmal eine für die Powerstation an sich. Okay. Gucken wir mal weiter. Ich das mal so hinter dich. Aha, jetzt kommt sie. Hast du mal den Karton? Jawohl. Aha, das ist die Rückseite. Die ist ganz schön schwer. Soll 17 Kilo haben. Und ja, also man kann es mit einem Arm schon lass mich halten. Auch mal. Mach du mal einen Frauentest. Oh ja, ist schon schwer. Ich stelle sie mal am besten auf den Tisch. Da sieht man sie besser. So. Ja, das ist die Vorderseite. Und hier Power, da drücke ich mal drauf. Und da geht sie an. Sie leuchtet grün. Okay, und sie hat 19% noch. Ja, direkt neben dem Display, wo angezeigt wird, was der Input und der Output ist und wie viel Prozent sie hat in der Mitte, findet sich hier ein Licht. Mhm. Wenn wir draufdrücken, aha, Seller. Und SOS. Und die bekannte SOS-Funktion. Okay, dann haben wir hier auf der rechten Seite den üblichen 12-Volt-Anschluss, ne? Was ist das hier? DC. Ah, das ist für den 12-Volt-Anschluss. Genau, für den hier, der Schalter. Dann haben wir unten zweimal 230 Volt mit eingebauten Wechselrichter. Das soll 2000 Watt maximal machen, steht hier auch drauf. Hier auf der linken Seite haben wir USB zweimal, USB-A mit 18 Watt maximal. Und USB-C, jeweils 100 Watt
Auch für Laptop, genau. Jeweils mit Schalter. Und da reagiert sie auch schon. Da oben zeigt sie dann auch an. Genau. Da blinkt Bluetooth und WLAN. Wie das mit der WLAN-Funktion ist, das wissen wir noch nicht. Wenn es hier momentan im Video etwas flackert, dann liegt es an der Kamera. Also im Original leuchtet es ständig und ist alles in Ordnung. Na? So, okay. Und? Ich drehe sie mal, weil hier auf der Seite sieht man einen der Lüfter. Der befindet sich auf der anderen Seite auch noch mal. Und das ist... Ah, der ist hier, ne? Da, aha. Genau. Die Seite da, genau. Einmal Luft für rein und einmal Luft für raus. Die soll ja auch relativ leise sein, sagt man, ne? Also 40 dB maximal oder so rum beim Laden. So, jetzt haben wir hier. Ah ja, das ist der Anschluss Netz, 230 Volt, also über Netzstecker zum Laden. Soll insgesamt 1,5 Stunden maximal sein. Mhm. Einmal zweimal Input für Solar oder das Kfz-Kabel. Da kann man aber auch gleich, zwei Solarpaneele anschließen. Und hier haben wir den Anschluss für den Zusatzakku. Genau. Na, da steckt man dann das Kabel rein und dann geht es zum Akku. Da kann man dann auch die Kapazität erhöhen. Die hat jetzt 1264 Wattstunden Kapazität. Mit einem Wechselrichter von 2000 Watt Stärke und wiegt 17 Kilo, wie gesagt. Eine größere wollte man nicht, weil die waren es dann zu schwer. Das können wir dann auch nicht mehr rumtragen. So ist es noch relativ mobil. Die kommt ja dann später bei uns in den Malibu, ne? Richtig, in unseren Camper. So. Jetzt probieren wir sie aus. Machen wir mal den 230 Volt Check gleich. Zufällig habe ich einen Föhn dabei. Testen wir mal. Also der hat laut Angaben 1500 bis 1800 Watt. Habe ich das richtig abgelesen? Jo. Dann rein da und einschalten. Na, du musst erst den Wechselrichter einschalten. Ah, okay. Die ist jetzt an, ne? So, und dann musst du hier das einschalten, musst du warten. Okay. Ah, jetzt hört man ein leises Summen. Hol mal die Kamera her. Hört mal zu. Hört man ein leichtes Summen. Ah, das Mikrofon ist ja da, genau. So, gut. Jetzt mache ich mal die erste Stufe des Föhns an. Und schon springt das Display auf 790 Watt. Ich hole euch mal her. Mhm. Funktioniert also völlig problemlos. Ich gehe mal eine Stufe höher. Jetzt zeigt er 1554 Watt an. Okay. Und hält das stabil. Das dürfte ja auch beim 2000 Wechselrichter kein Problem sein. Jetzt machst du mal wieder ganz aus. Oh ja. Also man hört den Lüfter etwas leise mitsäuseln bei 1500 Watt. Und wenn man ausmacht, ist der Lüfter gleich wieder aus. Ne? Und nehmen wir mal noch einen zweiten Föhn dazu. Gut, dann nehmen wir mal jetzt noch einen zweiten Föhn dazu. Und mal gucken, was er dann macht. Jetzt gehen wir mal erstmal her, warte mal. Was hat denn der? Der kann bis zu 2200 Watt. Okay, dann machen wir den mal alleine an. Das soll ich das mal machen? Ne? Danke. Genau. Höchste Heizstufe, erste Stufe. Watt. Ich gehe mal eine Stufe höher. Holt aus, ne? Mhm. Okay. Voll.
So, ich gehe jetzt mal wieder an den Lüfter. Mach mal aus. Also man hört sie leicht mitsäuseln und dann geht es auch gleich wieder aus. Jetzt machen wir mal ein Folgendes, nennen sie. Jetzt gehen wir mal her und versuchen mal, genau, mal beide zu aktivieren. Und machen wir beide an. Zuerst mal die 1900, genau. Auf Vollgas? Ja, machen wir den auf Vollgas. Das ist also praktisch jetzt der hier, 1900 Watt. Und jetzt schaltet Nancy, ich glaube, ihr könnt das alle lesen, und jetzt schaltet Nancy den zweiten Föhn dazu, kleine Stufe. Da ist nochmal 2,6, wow, lass mal so stehen, 2,685 und die läuft noch. Also ist Überlast. Ich glaube, ihr seht das alle hier. Genau. Machen wir den weißen Föhn wieder aus. Okay, geil. Der hat 1900 Watt wieder. Also das ist der Hammer. Die macht es quasi mit zwei Föhnen, also mit 2600 Watt. Ich habe mal ausgemacht, ist zu laut. Genau. Und man hört so etwas säuseln. Die macht jetzt 1900 Watt mit einem Föhn, mhm, und der zweite Föhn auf kleinerer Stufe, also 2,6, hat die noch funktioniert. Ne? Mhm. Ist doch geil, oder? Super. Machen wir nochmal, das kann ich gar nicht glauben, mach nochmal an. Mhm. Mhm. 2,685. Okay, alles klar, das ist der Hammer, die macht sogar 2600 Watt auf längerem Betrieb. Wir wollen es jetzt ausreizen, jetzt hat vielleicht Leute das auch noch 7%, also das war jetzt richtig Vollgas. Wir müssen jetzt mal erstmal die Powerstation mal laden auf 100%. Das machen wir jetzt über Solarpanel. Das machen wir jetzt über Solarpanel und dazu packen wir das mal aus. Genau. So. Dann mach's mal auf. Dann geh mal ran, Baby. Ich mache hier nichts kaputt. Uh-uh. Das geht schon auf, guck mal. Okay. So. So, auch hier wieder dick mit Schaumstoff eingepackt. Hier ist irgendwie ein Griff, den versuche ich mal rauszubekommen. Soll ich den gerade noch mal halten? Ja, das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Ah. Gut, geht. Warte, jetzt klappe ich den Griff, dann geht's leichter. Uah. Ganz dick eingepackt. Ich stell's mal ab, nicht, dass mir was, obwohl ich hab's ja in der Hand, das kann ja nicht hinfallen. So. Komm mal wieder auf den Tisch, hä? Ja, zeig mal das Teil. Oh yeah. In eine Tasche verpackt. Das ist es jetzt von hinten. Okay. Und das ist es von vorne. Und es hat hier, ich drehe es nochmal, weil das, glaube ich, ganz interessant ist, so einen metallenen Aufsteller. Schön verpackt, das Ding. Soll man es dann auf den Boden stellen irgendwie? Ja, ich glaube, ich versuche es mal. Gut, wie ist denn das hinten eigentlich? Darf ich das mal kurz mal filmen? Ah ja, okay. Das ist der Bügel, das ist der Zusatz-Solarpanel, da kann man dann wieder den Ladestrom. Und wo kommt das rein? Zeig hier mal hinten. Das mal. Moment. Reicht's? Naja, so eben. Ich nehme jetzt mal, zack. Okay. Jetzt müsste ja theoretisch schon was passieren. Wir stellen sie mal richtig in die Sonne, so. Viel Sonne haben wir jetzt nicht, wir haben ja, bewölkt, also eine Schleier vorne dran. Ich gehe jetzt mal, aber es ist von der Sonne. Gucken wir mal, dass wir die hier richtig. Du musst mal aus der Sonne gehen, da oh, hast du Schatten. Genau. So, okay. Also für den ersten Test mal grob aufgebaut. Dann wollen wir mal gucken, was die bringt. Jetzt haben wir 20 Watt. Naja, das ist kein Highlight.
Okay. Ja, 20 Watt, 21 Watt. Beißt die Maus kein Faden ab, also das dauert viel zu lang. Sie macht jetzt auch beim Laden etwas Geräusche. Gut. Ja, wenn der richtige Sonne scheint, denke ich mal, wird 60, ja, wenn es ein 80 Watt ist, macht es vielleicht 60 Watt effektiv. Maximal 55, 60 Watt. Und da, komm mal her, nennen Sie. Sie zeigt jetzt quasi an. Okay, übernehme mal, gehen wir aus dem Schatten noch mal raus. Hier sieht man jetzt hat auch die Stunden. 99 Stunden wäre sie voll. Bei 28 Watt. Genau, so. Ja, kurzer Nachtrag. Ich habe jetzt heute richtig Sonne. Also wir haben so gut wie blauer Himmel. Da würde ich vorschlagen, zeige ich euch mal, was das Solarpanel, das 80 Watt bringt. So sieht das Ganze aus hier in der Sonne. Ihr seht, volles Programm steht sie. Sie hat so gut wie 90 Grad. Und jetzt gehen wir mal zur Powerstation und gucken, was er hat. So, ich hoffe, man kann es erkennen. Nach dem Laden gestern über Strom, über 230 Volt, habe ich jetzt, Moment, ich mache mal wieder das Display an. So, jetzt lädt sie hier mit 58 Watt. Ne? Also würde es noch 5 Stunden dauern, bis sie dann von 90 auf 100% ist. Ich würde ein größeres Solarpanel empfehlen. 200 Watt auf jeden Fall, wenn sogar 2x200. Dann kommt man da schon hin. Gut, das war's schon. Weiter geht's. Mal so, wir gehen an den Landstrom bzw. an Netz. So, ich habe jetzt mal das Netzteil vorbereitet, Netzkabel. Und stecke das mal hinten rein da. Moment. So. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. 6%. Lädt mit 1284 Watt. Ich mache mal Schatten, so. Gehen wir näher ran, das spiegelt. Und jetzt hört man auch diese Lüfter, die hier säuseln. Man hört's, ne? Mhm. Wohl bemerkt, man hat jetzt volle Last, also volle Ladeleistung. Und die kann man ja quasi per App jetzt auch einstellen. Ne? Ich muss jetzt mein Handy nehmen. Man könnte jetzt runtergehen auf 500 Watt oder so oder 400. Und dann ist es auch batterieschonend dann. Ne? Übrigens zum Akku, das ist jetzt ein neuer. Nicht mal die normalen Lithium-Akkus, sondern die Jaggery hat jetzt Live Po 4 gesagt. Die haben es jetzt drin. Ladezyklen 4000 geben die an, also mehr als genug. Bis er dann mal so 70-80% noch hat. Wenn man da am Tag einmal das Ding da voll lad und entlädt, einmal am Tag, ja mal 360 Tage im Jahr, 365, dann könntest du quasi 10 Jahre nutzen. Ich gehe mal her und guck mal, ob ich die App jetzt installieren kann und dann versuche ich mal diese Ladeleistung runter zu regeln. Ne? Okay. Ja, ich hoffe, ihr könnt das alles sehen. Hier haben wir jetzt mal die App installiert. Das ging jetzt relativ einfach, flott. Ne? Mhm. Da muss ich noch registrieren. Und jetzt haben wir hier 18% Leistung. Und die lädt jetzt Vollgas. 37 Grad hat sie. Wir laden mit 1230 Watt circa. Dauert noch 1,4 Stunden. Mhm. Ausgang. USB, ASD, AC, DC, gedimmtes Licht, helles Licht. Bildschirm kann man machen, okay. So, und wo kann man jetzt einstellen? Da war, glaube ich, schon richtig. Mhm. Okay. Versuch's mal da. Mhm. Bluetooth verbinden. Gehen wir mal da rein. Ah ja, scannen, Akkueinstellungen. Energiesparmodus, Ladeeinstellung haben wir hier, ne? Hast du das Ganze? Ja, ne? Schnellladen, das tun wir jetzt deaktivieren. Leiser Lademodus. Mhm.
Sie ist sofort leiser geworden. Stimmt. Ich mache jetzt nochmal hoch. Ich nehme mal das Mikrofon hier nebenan. So, so jetzt hat sie. Schnelllademodus und leiser Lademodus. Jetzt gehen wir mal hierher und machen das. So. Genau, jetzt ist er schon leiser. Das hätten wir sie gar nicht mehr, ne? Mm-mm. Ja, die Lichter sind quasi aus. Jetzt zeig mal, mit wie viel lädt sie denn jetzt? Geh mal zurück. Ja. Mit 430 Watt. Das ist doch ideal. Ja, dauert dann. Das ist doch ideal. Moment, mein Mikrofon. Ich finde, das ist gut. 430 Watt. Das ist akkuschonend. Na? Man hört es überhaupt nicht. Und bei 430 Watt, wie lange dauert das dann, bis die voll ist? Das zeigt sie doch an. Hier, warte mal. 2,8 Stunden. Ja, guck. Hm? 2,8 Stunden. Mhm. Dann habe ich schon 21%. Mhm, das geht schnell, ne? 434 Watt im Leise-Modus, Lademodus. Leise-Lademodus, genau. Ja, tolles Teil. Noch ein kurzer Nachtrag von unserer Seite aus. Natürlich haben wir hier und da ein paar Informationen vergessen, die wir euch da vielleicht hätte noch sagen können. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt und mehr Informationen zu der Powerstation haben wollt, dann gibt es ja die Website von Checkery. Die verlinke ich euch unten rein in die Beschreibung vom Video. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, beantworte ich die natürlich auch gerne direkt. Schreibt einfach unten rein, was ihr für eine Frage habt. Ich versuche es dann für euch klarzustellen und zu beantworten. In diesem Sinne, ja. Der erste Eindruck hat sich dann wirklich bestätigt. Checkery scheint doch eine gute und vor allen Dingen auch eine ausgereifte Marke zu sein. Ne? Das wird sich dann im Praxistest zeigen. Wir bauen sie ja dann demnächst in unseren Malibu 440 Ti ein. Gucken wir mal, ob das dann alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen wollen. Genau. Dazu dann aber zu entsprechender Zeit mehr. Ja. Und bis dahin abonnieren nicht vergessen und die Abonnement-Taste drücken. Die Glocke, damit ihr wisst, wann wieder was Neues reinkommt von uns. Und ein Like, ne? Likes sind immer gut. Ja, Likes sind immer gut. Und kommentiert, genau. Genau. Vielleicht habt ihr die ja auch schon und wollt mal erzählen, wie es mit eurer so geht. Richtig. Wenn es euch gefallen hat, das Video, unser erstes Unboxing, dann einen Daumen nach oben. Bis dahin, tschüss, euer Joe und die Nancy von TI Tour sitzen am Reifen. Tschüss.